Gib mir einen Fick, gib mir einen I, gib mir einen L, gib mir einen L, gib mir einen Y. Aber Willi, was ist denn schon wieder los mit dir, hör mal? Gestern in der Dusche? Ja? Da hat mich jemand komisch angefangen. Ach, was ist denn passiert, sag mal? Weiß ich nicht. Ach, na komm schon, Willi, mir kannst du doch sowas erzählen. Ich war so, ich hab mich erst ausgezogen. Mhm. Und dann kam jemand und hat mich ein wenig gestreichelt. Mhm. Und geknetet, das war schön. Aha. Erzähl weiter. Und dann hat er mich gewürgt. Und was machst du? Geht's dir gut? Ja, alles gut. Erzähl ruhig weiter. Okay. Der hat mich gewürgt und dann geschüttelt. So richtig hart geschüttelt, sag mal. Ja, immer hoch runter, hoch runter. Oh ja. So lange, bis ich gekotzt habe. Oh. Und dann bin ich auf einmal ganz müde geworden. Und das war seltsam. Oh. Weißt du, wie ich meine? Oh ja, ich kenne das natürlich. Aber wo ist jetzt das Problem? Ich hab mich so benutzt gefühlt. Sonst bekomme ich nie so viel Aufmerksamkeit. Immer nur zum Schütteln. Ja, aber dir hat das doch auch gefallen, oder nicht? Ja, doch, ein bisschen. Ja, ein bisschen sehr. Siehst du, Willi, dann ist doch alles gut. Und was lernen wir daraus? Wenn dich jemand schüttelt, dann lass dich einfach gehen. Lass alles aus dir raus. Das tut gut. Ja, das stimmt. Ich glaube, da hast du recht. Gute Idee. So wird's gemacht. Und kannst du mir die Geschichte jetzt nochmal erzählen? Ja, also, ich habe mich jetzt ausgezogen. Gib mir einen Fick, gib mir einen Fick.